Ja, SAGS Multi, Tipps für die Finalistinnen und Finalisten unserer Digitalrunde. Im ersten Teil meiner Tippreihe habe ich diesen Turm hier gebaut. Es geht um die Auswahl der richtigen Bausteine und zur Auswahl der richtigen Bausteine heute ein kleiner Tipp für eine Struktur. Zuerst einmal das Thema. Das Thema, das steht im Zentrum meiner Überlegungen. Ich habe mich entschieden für ein Thema. Und wenn ich nun dieses Thema hier beachte, dann und betrachte, dann ist die Frage, was löst das bei mir aus? Habe ich sofort irgendwelche Bilder bei mir im Kopf? Oder habe ich Erinnerungen an eine konkrete Erfahrung, ein konkretes Erlebnis? Oder löst dieses Thema bei mir sogar Angst aus oder verschiedene Ängste oder Hoffnungen? In jedem Fall, es geht um meine ganz persönlichen Erfahrungen, nicht Erfahrungen, die andere gemacht haben, sondern meine Erfahrungen. Das ist ein ganz, ein wesentlicher Punkt, denn eine Rede will bewegen und bewegen kann ich nur dann, wenn ich auch selber wirklich bewegt bin. Also es geht um Emotion und Erfahrung. Ein zweiter großer Bereich, das wären Zahlen und Fakten. Aber wichtig, kein Zahlenfriedhof. Es geht nicht darum, dass du jetzt große Statistiken erzählen kannst und viele, viele Zahlen nacheinander herunterleierst. Du kannst bei einer Rede ja als Zuhörer nicht zurücklesen, Zusammenhänge sofort für dich noch einmal konstruieren. Das heißt, es liegt es in deiner Verantwortung als Rednerin, als Redner zu überlegen, welche Zahlen, welche Größenordnungen sind wichtig, dass ich hier mein Thema gut transportieren kann. Ganz wichtig beim Thema Zahlen und Fakten ist immer, woher weiß ich das? Also die Quelle. Bei den Quellen ist es wichtig, immer wieder auch einen Check zu machen. Zu überlegen, stimmen diese Zahlen überhaupt? Ist das auch richtig? Ein weiterer Baustein für deine Rede, das können natürlich auch Zitate sein. Aber aufpassen auch hier auf die Menge. Nicht ein Zitat nach dem nächsten, denn es geht ja um deine Rede. Also überleg dir gut, wenn du ein Zitat verwendest, hat dieses Zitat auch eine Beziehung zu meinen Erfahrungen, zu meinen Gefühlen, zu meinen Emotionen? Oder hier in diesem Zusammenhang noch eine dritte Facette, Persönlichkeiten. Haben Menschen dich bewegt? Das können berühmte Menschen sein, die jeder kennt. Oder es kann auch jemand aus deiner Umgebung sein. Es kann jemand aus deiner Familie sein. Es kann jemand aus dem Bekanntenkreis sein. Es kann ein Lehrer sein, eine Lehrerin. Persönlichkeiten sind hier ein weiterer möglicher Mosaikstein. Aber auch hier gilt immer, warum wählst du genau diese Persönlichkeit aus? Genauso wie, warum wählst du dieses Zitat aus? Warum wählst du diese Zahlen und Fakten aus? Und dann haben wir noch das Thema, ganz entscheidend, was soll meine Rede bei anderen auslösen? Meine Rede, das ist ein Impuls. Ein Impuls, dass jemand anderer sich auch auf diesen Weg macht, mit dir
in deinen Gedanken nicht nur während der Redezeit ein Stück zu gehen, sondern auch selbst zu überlegen, hat das für mein Leben eine Bedeutung. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Die Kernaussagen. Versuche auch hier zu überlegen, was ist mir das Wichtigste. Und hier ein kleiner Tipp. Stell dir vor, ein Foto von dir ist in einer Zeitung. Ein Foto. Und du weißt, ein Foto in einer Zeitung, das ist nicht so groß. Und unter dem Foto, da gibt es in der Regel einen Bildtext. Und jetzt überleg dir, was ist der Satz, der unter deinem Foto steht? Was ist dein wichtigster Satz, von dem du möchtest, dass er von anderen nachher, nach deiner Rede, auf jeden Fall in Erinnerung bleibt? Ja. Und damit hast du so eine kleine Möglichkeit, deine Gedanken, deine vielen Ideen, die du zu einer Rede hast, in eine Struktur zu bringen. Ob du nun mit Post-its deine Gedanken ordnest und festhältst, ob du es auf einem großen Blatt Papier machst oder am Computer, das ist dir überlassen. Wichtig ist, diese Sammelphase in eine gute Struktur zu bringen. Um dann zu entscheiden, was sind die Bausteine, die ich für meine Rede verwenden möchte. Dabei wünsche ich dir alles Gute, viel Freude und gesund bleiben.